Herr Frischtisch, Weißerische Schillerstiftung, überreicht Ihnen nun Ihren großen Preis in hoher Anerkennung Ihres epischen und dramatischen Schaffens. Wir sprechen Ihnen dazu und für alles künftige Wirken den Glückwunsch des Schweizer Volkes aus. Meine Damen und Herren, da es die Schweizerische Schillerstiftung ist, die uns hier versammelt, ließe sich über Friedrich Schiller sprechen, der als schwäbischer Dichter nicht die historisch reale Schweiz zu besingen hatte, und also über Wilhelm Tell. Es ließe sich darlegen, warum dieser Armbrustvater mit Sohn, bei Hodler ohne Sohn, nie aber ohne Armbrust, von Zeit zu Zeit demontiert werden muss. Nicht, weil er nie existiert hat, das kann man ihm nicht verargen, sondern weil er lebendig als Gestalt der Sage, die eine skandinavische ist, und so wie Friedrich Schiller ihn ausgestattet hat mit deutschem Idealismus, einem schweizerischen Selbstverständnis heute eher im Wege steht. Ich möchte aber von etwas anderem sprechen. Eine Ehrung aus der Heimat, und so sehe ich diesen Anlass, weckt vor allem die Frage, was eigentlich unter Heimat zu verstehen ist. Laut Duden, Heimat, die, plural ungebräuchlich, wo jemand zu Hause ist, Land, Landesteil oder Ort, in dem man, Klammer, geboren und, Klammer zu, aufgewachsen ist oder ständigen Wohnsitz gehabt hat, und sich geborgen fühlt oder fühlte. Was der Duden sagt, gilt auch für die Mundart Heimat, wird oft angewandt, um eine besonders gefühlsbetonte Stimmung auszudrücken oder zu erwecken. Seit einiger Zeit allerdings nehmen wir das Wort ungern in den Mund. Man beißt auf Anführungszeichen Heimatstil, Glocken der Heimat und so weiter. Es erinnert an die Maxime, wer nicht schweigen kann, schadet der Heimat. Es riecht weniger nach Land oder Stadt, wo man laut Duden zu Hause ist, als nach einer heilen Welt und somit nach Geschichtsfälschung als Heimatkunde. Liebe Landsleute, ich bin in der Heliosstraße geboren. Quartier als Heimat. Dazu gehört das erste Schulhaus, es steht noch, wie ich heute Vormittag gesehen habe, sowie eine Metzgerei, wo ich Fliegen fangen darf für meinen Laubfrosch. Ferner ein Tunnel der Kanalisation zwischen Hegibach und Hornbach. Hier stehe ich gebückt, ein Knirps, barfuß im stinkigen Abwasser, erschreckt schon durch den Hall der eigenen Stimme. Und dann dieser andere Hall, wenn Sie, die Bande da oben, die deinen Mut prüft, durch einen Schacht hinunterpfeift in die hohle Stille, diese Schreckensstille zwischen einzelnen Tropfen, in der Ferne das viel zu kleine Loch mit Tageslicht. Angst also auch, Überwindung der Angst um der Zugehörigkeit willen, lieber durch die Schießewasser warten, als im Quartier ein Außenseiter sein. Was weiter gehört zur Heimat? Was der Duden darunter versteht, ist nicht ohne weiteres zu übersetzen. My Country erweitert und limitiert Heimat von vornherein auf ein Staatsgebiet. Homeland setzt Kolonien voraus. Motherland tönt zärtlicher als Vaterland, das mit Vorliebe etwas fordert und weniger beschützt, als mit Leib und Leben geschützt werden will. La Patrie, das hisst sofort eine Flagge.
Und ich kann nicht sagen, dass mir beim Anblick eines Schweizer Kreuzes sofort und unter allen Umständen heimatlich zumute wird. Es kann sogar das Gegenteil eintreten. Nie, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich so scharfes Heimweh erfahren, wie als Wehrmann in der Armee, die sich unsere Armee nennt. Wie ist es mit dem Pfannenstiel? Landschaft als Heimat. Da kenne ich Flurnamen, die nicht angeschrieben sind, oder wenn ich sie nach Jahrzehnten vergessen habe, so erinnere ich mich, sie gekannt zu haben. Heimat hat mit Erinnerung zu tun, nicht mit Erinnerung an ein einmaliges Ereignis. Acro Corinth, wenn die Sonne aufgeht, ist nicht Heimat geworden und in Mexiko nicht, in der Monte Alban. Heimat entsteht aus einer Fülle von Erinnerungen, die kaum datierbar sind. Fast meint man, diese Landschaft kennt dich mehr, als du vielleicht willst. Diese Kiesgrube, dieser Holzweg, dieser Holzweg. Und in diesem Sinn, Landschaft als Szenerie gelebter Jahre wäre allerdings vieles zu nennen. Nicht bloß der Pfannenstiel und der Lindenhof und der Greifensee. Auch eine Düne an der Nordsee, einige römische Gassen, ein verrotteter Pier am Hötzen. Unsere Mundart gehört zu meiner Heimat. Viele Wörter, vor allem Wörter, die Dingliches bezeichnen, bietet die Mundart an. Oft weiß ich kein hochdeutsches Synonym dafür. Schon das lässt die Umwelt, die Dingliche zumindest, vertrauter erscheinen, wo ich sie mundartlich benennen kann. Als Schriftsteller übrigens, angewiesen auf die Schriftsprache, bin ich dankbar für die Mundart. Sie hält das Bewusstsein in uns wach, dass Sprache, wenn wir schreiben, immer ein Kunstmaterial ist. Natürlich reden Mundart auch Leute, denen man nicht die Hand gibt oder nur unter gesellschaftlichem Zwang. Wenn wir uns überhaupt nicht kennen, so kann die Mundart die gemeinsame sogar befremden. Zum Beispiel im Speisewagen eines TGE von Paris nach Zürich. Der Herr gegenüber, der mit dem Kellner das bessere Französisch spricht, eben noch urban und sympathisch, und schon verleitet uns diese unsere Mundart. Wir reden plötzlich nicht mehr, wie wir denken, sondern wie Schweizer unter Schweizern reden, um einander zu bestätigen, dass sie Schweizer sind und unter sich. Was heißt Zugehörigkeit? Es gibt Menschen, die unsere Mundart nicht sprechen und trotzdem zu meiner Heimat gehören, sofern Heimat heißen soll, hier weiß ich mich zugehörig. Kann Ideologie eine Heimat sein? Dann könnte man sie wählen. Und wie verhält es sich mit der Heimatliebe? Hat man eine Heimat nur, wenn man sie liebt? Ich frage. Und wenn sie uns nicht liebt, hat man dann keine Heimat? Was muss ich tun, um eine Heimat zu haben? Und was vor allem muss ich unterlassen? Sie scheint empfindlich zu sein. Sie mag es nicht, die Heimat. Wenn man den Leuten, die am meisten Heimat besitzen, in Hektaren und im Tresor, auf die Finger schaut. Und wer sonst, wenn ich diese Leute und ihre honorierten Wortführer, hätte denn das schlichte Recht, uns die Heimatliebe abzusprechen? Quartier, Landschaft, Mundart. Es muss noch anderes geben, was Heimatlichkeit hervorbringt, Gefühl der Zugehörigkeit, Bewusstsein der Zugehörigkeit. Ich denke zum Beispiel an eine Baustelle in Zürich, ein Platz der beruflichen Tätigkeit. Der Schreibtisch ist ein solcher Platz auch und trotzdem nicht vergleichbar. Mein Schreibtisch kann auch in Berlin stehen. Es hat schon, wie der Duden sagt, mit dem Ort zu tun. In erster Linie war es für mich das Zürcher Schauspielhaus. Ein öffentlicher Ort, zürcherisch und antifaschistisch.
Proben draußen im Foyer, Proben hier, was immer dabei herausgekommen ist, Arbeit in einem politischen Konsens, der beim Ausschuss des Verwaltungsrates, einem mehrheitlich fachkundigen Ausschuss, nicht aufhörte. Auch wenn ich kein eigenes Stück in der Tasche oder im Sinn hatte, Zugehörigkeit auch bei den Proben anderer, damals auch bei Proben von Friedrich Dürrematt. Das war jedes Mal, kaum hatte ich den Koffer im Hotel abgestellt, das erste Ziel in Zürich, das Schauspielhaus, dann erst die eine oder andere Pinte, Bodega Gorgot, die gibt es noch, besetzt von den Nachfahren, sodass man sich vorkommt wie Rip van Winkle im Märchen, Vergangenheit perfekt als Heimat in der Gegenwart. Aber es fehlt noch immer etwas. Die Literatur, die sich um Heimatlichkeit bemüht, indem sie sich mit Geschichte und Gegenwart unseres Landes a priori versöhnt, ist beträchtlich. Heimatlicher zumute wird mir bei Robert Walser, Exil als Scheinidylle, der Diminutiv als Ausdruck heimlicher Verzweiflung, ein großer Landsmann auf der Flucht in die Grazie. Gottfried Keller, gewiss, nur beheimaten mich seine Briefe und Tagebücher mehr als sein Seldwyla, dieses verfängliche Modell der Begütigung. Gotthelf macht mich zum staunenden Gast im Emmental, nicht zum Einheimischen. Pestalozzi beheimatet mich in seinem revolutionären Ethos mehr als in unserer Umwelt. Aber dann denke ich auch schon an Georg Büchner, an Tolstoi, an viele. Oder genügen ganz einfach die Freunde? Übrigens nicht zu vergessen sind die heimatlichen Speisen. Köstliche wie einfache, Weine, die spätestens nach dem zweiten Schluck das gute Gefühl verschaffen, man kenne sich aus in der Welt, wenigstens hier. Und vergessen habe ich den Hauptbahnhof der Vaterstadt, anders als alle Bahnhöfe der Welt. Hier kam man nicht zum ersten Mal an, hier fuhr man zum ersten Mal weg. Heimat, wo dieser Begriff sich verschärft, in Berlin, wenn ich Woche um Woche die Mauer sehe, von beiden Seiten, ihr Zickzack durch die Stadt, Stacheldraht und Beton, darauf das Zementrohr, dessen Rundung einem Flüchtling keinen Griff bietet. Spitzensportler haben getestet, dass diese Grenze kaum zu überwinden ist, selbst wenn nicht geschossen würde. Die Wachttürme und Scheinwerferlicht auf Sand, wo jeder verbotene Schritt sofort zu sehen ist. Wachthunde. Und hüben und drüben dasselbe Wetter und fast noch die gleiche Sprache, die verbliebene Heimat, die schwierige Heimat und die andere, die keine mehr wird. Mit Freunden ist es so. Einer ist Fallschirmspringer der deutschen Wehrmacht gewesen, einer in russischer Gefangenschaft, einer in amerikanischer Gefangenschaft. Einer als Schüler im Volkssturm mit Panzerfaust. Ein anderer ist in Mecklenburg, im Mecklenburg erzogen worden und vergisst es nicht. Ein amerikanischer Freund ist in Korea gewesen und spricht nie davon. Wieder ein anderer, Jude, ist unter Stalin 10 Jahre im Kerker gewesen. Und man versteht sich nicht weniger als mit Freunden in Biel oder Basel oder Solothurn oder Zürich, nicht weniger, doch anders. Jene sind Freunde, diese sind Freunde und Landsleute. Unsere Erfahrungen sind ähnlicher, unsere Lebensläufe vergleichbar und bei allem Unterschied der Temperamente haben wir schließlich den gleichen Bundesrat, die gleiche Landesgeschichte.
Also doch, Schweiz als Heimat. Außer Zweifel steht das Bedürfnis nach Heimat. Und obschon ich nicht ohne weiteres definieren kann, was ich als Heimat empfinde, so darf ich ohne Zögern sagen, ich bin nicht heimatlos, ich bin froh, Heimat zu haben, aber kann ich sagen, es sei die Schweiz? Schweiz als Territorium. Kommt man nach Jahren etwa von Rom, so ist der Tessin vergleichsweise helvetisch, um die Seen herum sogar in einem erschreckenden Grad. Wenn die Einheimischen sagen, il nostro paese, so bin ich gerührt, sofern sie damit nicht die verkauften Hänge meinen, sondern die Schweiz. Die gleichen Bundesbandmützen und die gleiche Wehrsteuer il nostro paese, wobei man in diesen Tälern der schwindenden Italianità natürlich den Unterschied zwischen Deutschschweizern und Deutschen kennt, nur überzeugt er die Einheimischen nicht ganz. Und ich selber wohne auf dem Tessin, würde nie sagen, der Tessin sei meine Heimat, obschon ich mich dort wohlfühle. Muss man in der Heimat sich wohlfühlen? Außer Zweifel steht ferner, dass Heimat uns prägt. Was sich beim Schriftsteller vielleicht besonders deutlich zeigt, nämlich lesbar. Versammle ich die Figuren meiner Erfindung, Bien auf der Reise nach Peking, Stiller, der in Zürich sich selbst zu entkommen sucht, Homo Faber, der sich selbst versäumt, weil er nirgendwo hingehört, der heimelige Herr Biedermann und so weiter, so erübrigt sich das Vorzeichen meines Schweizer Passes. Andorra ist nicht die Schweiz, nur das Modell einer Angst, es könnte die Schweiz sein, Angst eines Schweizers offenbar. Gantenbein spielt den Blinden, um sich mit der Umwelt zu vertragen, kein unschweizerisches Verhalten. Graf Öderland, Figur einer subvenierten Legende und seinem Namen nach eher skandinavisch, greift nicht zur Armbrust, sondern zur Axt, weil er die entleerte und erstarrte Gesellschaft, die er als Staatsanwalt vertritt, am eigenen Leib nicht mehr erträgt. Und obschon eine Revolte dieser Art nicht hier, sondern 1968 in Paris stattgefunden hat, schreibt die französische Presse «Un rêve helvétique». So geprägt ist man. Trotzdem zögere ich zu sagen, meine Heimat ist die Schweiz oder die Schweiz ist meine Heimat. Andere sagen Schweiz und meinen etwas anderes. Unsere Verfassung bestimmt nicht, wer eigentlich zu bestimmen hat, was schweizerisch oder unschweizerisch ist. Wer bestimmt? Die Bundesanwaltschaft? Der Stammtisch, der Hochschulrat, die Finanz und ihre gediegene Presse, die Schweizerische Offiziersgesellschaft. Heimat. Ist Heimat der Bezirk, wo wir als Kind und als Schüler die ersten Erfahrungen machen mit der Umwelt, der natürlichen und der gesellschaftlichen? Ist Heimat infolgedessen der Bezirk, wo wir durch unbewusste Anpassung oft bis zum Selbstverlust in frühen Jahren zur Illusion gelangen, hier sei die Welt nicht fremd, so ist Heimat ein Problem der Identität, das heißt ein Dilemma zwischen Fremdheit im Bezirk, dem wir zugeboren sind, oder Selbstentfremdung durch Anpassung. Das Letztere, es gilt für die große Mehrheit, braucht Kompensation. Je weniger ich infolge Anpassung an den Bezirk jemals zur Erfahrung gelange, wer ich bin, umso öfter werde ich sagen, ich als Schweizer, wir als Schweizer und so weiter. Umso bedürftiger bin ich, als rechter Schweizer im Sinne der Mehrheit zu gelten. Identifikation mit einer Mehrheit, die aus Angepassten besteht, als Kompensation für die versäumte oder durch gesellschaftlichen Zwang verhinderte Identität der Person mit sich selbst, das liegt jedem Chauvinismus zugrunde.
Chauvinismus als das Gegenteil von Selbstbewusstsein. Der primitive Ausdruck solcher Angst, man könnte im eigenen Nest der Fremde sein, ist die Xenophobie, die so gern mit Patriotismus verwechselt wird. Patriotismus, eine andere Vokabel, die auf den Hund gekommen ist. Auch sie brauchen wir nur noch in Anführungszeichen zu Unrecht. Ein Patriot ohne Anführungszeichen wäre einer, der seine Identität als Person gefunden oder nie verloren hat und von daher ein Volk als sein Volk erkennt. Ein Pablo Neruda, ein Aufständischer also, im glücklichen Fall ein Großer, ein Poet, der seinem Volk eine andere Sprache als die Sprache der Anpassung vorspricht und dadurch diesem Volk seine Identität zurückgibt oder zum ersten Mal verleiht, was unweigerlich in beiden Fällen revolutionär ist. Denn die Masse der Angepassten hat keine Heimat, sie hat nur ein Establishment mit Flagge, das sich als Heimat ausgibt und dazu das Militär besitzt, nicht nur in Chile. Was unser Land betrifft, es scheint, dass die jüngeren Landsleute weitaus gelassener sind, nicht unkritisch, doch gelassener. Die Schweiz, die sie erfahren, ist die Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, sie fühlen sich weniger, als es für uns viele Jahre lang der Fall gewesen ist, auf dieses Land angewiesen. Wo wir uns aus Erinnerung ereifern, zucken sie die Achsel. Was beheimatet sie? Auch wenn sie im Land bleiben, leben sie im Bewusstsein, dass Vokabeln wie Föderalismus, Neutralität, Unabhängigkeit eine Illusion bezeichnen in einer Epoche der Herrschaft multinationaler Konzerne. Sie sehen, dass von ihrem Land nicht viel ausgeht. Die Maulhelden aus dem Kalten Krieg haben ihre Karriere gemacht, sei es als Bankier oder in der Kulturpolitik oder beides zusammen. Was sie, unsere jüngeren Landsleute, politisch beheimaten könnte, ein konstruktiver Beitrag zur Europapolitik, davon ist wenig zu sehen. Was hingegen zu sehen ist, Law and Order und nach außen hin eine Schweiz, die sich ausschweigt im Interesse privater Wirtschaftsbeziehungen, verglichen mit anderen Kleinstaaten wie Schweden oder Dänemark, mehr als zurückhaltend mit offizieller Willenskundgebung, die zwar das Weltgeschehen nicht ändern könnte, immerhin könnte sie unsere moralische Partizipation am Weltgeschehen entprivatisieren und das wäre schon etwas. Wir könnten uns mit der Schweiz solidarisieren. Unbehagen im Kleinstaat. Verehrter Professor Karl Schmid, das ist es wohl nicht, was dem einen und anderen Eidgenossen zu schaffen macht, nicht die Kleinstaatlichkeit. Besoin de grandeur, das zielt nicht auf Großstaat, die Nostalgie ist eine andere. So gefällig sie auch ist, die These, Unbehagen an der heutigen Schweiz könne nur ein Psychopath haben oder mehrere Psychopathen. Sie, diese These, beweist noch nicht die gesellschaftliche Gesundheit der Schweiz. Wie heimatlich der Staat ist, und das heißt, wie verteidigungswürdig, wird immer davon abhängen, wie weit wir uns mit den staatlichen Einrichtungen und, das kommt dazu, mit ihrer derzeitigen Handhabung identifizieren können. Das gelingt in manchem und dann wieder nicht.
Mit der schweizerischen Militärjustiz, wo die Armee als Richter in eigener Sache richtet, kann ein Demokrat sich nicht identifizieren. Wage ich es dennoch, mein naives Bedürfnis nach Heimat zu verbinden mit meiner Staatsbürgerschaft, nämlich zu sagen, ich bin Schweizer, nicht bloß Inhaber eines schweizerischen Reisepasses, geboren auf schweizerischem Territorium und so weiter, sondern Schweizer aus Bekenntnis. So kann ich mich allerdings, wenn ich Heimat sage, nicht mehr begnügen mit Pfannenstiel und Greifensee und Lindenhof und Mundart, nicht einmal mit Gottfried Keller. Dann gehört zu meiner Heimat auch die Schande, zum Beispiel die schweizerische Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg und anderes, was zu unserer Lebzeit geschieht oder nicht geschieht. Das ist, ich weiß, nicht der Heimatbegriff nach dem Schnittmuster aus der Abteilung Heer und Haus. Es ist mein Heimatbegriff. Heimat ist nicht durch Behaglichkeit definiert. Wer Heimat sagt, nimmt mehr auf sich. Um ein Beispiel zu geben, wenn ich lese, dass unsere Botschaft in Santiago de Chile, eine Villa, die man sich etwa vorstellen kann, nicht grandios, immerhin eine Villa, in entscheidenden Stunden und Tagen keine Betten hat für Anhänger einer rechtmäßigen Regierung, die keine Betten suchen, sondern Schutz vor barbarischer Rechtlosigkeit und vor Exekution mit Sturmgewehren schweizerischer Herkunft oder Folter, so verstehe ich mich als Schweizer ganz und gar dieser meiner Heimat verbunden, einmal wieder in Zorn und Scham. Ich komme zum Dank. Ich danke der Schweizerischen Schillerstiftung für die hohe Ehrung aus der Heimat, nicht ohne zu wissen um die ernste Verlegenheit des einen und anderen Aufsichtsrats, umso ernster danke ich. Ich danke Adolf Musch für seine Rede. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hierher gekommen sind. Als nach einer heilen Welt und somit nach Geschichtsfälschung als Heimatkunde. Liebe Landsleute, ich bin in der Heliosstraße geboren. Quartier als Heimat. Dazu gehört das erste Schulhaus, es steht noch, wie ich heute Vormittag gesehen habe, sowie eine Metzgerei, wo ich Fliegen fangen darf für meinen Laubfrosch. Ferner ein Tunnel der Kanalisation zwischen Hegibach und Hornbach. Hier stehe ich gebückt, ein Knirps, barfuß im stinkigen Abwasser, erschreckt schon durch den Hall der eigenen Stimme. Und dann dieser andere Hall, wenn Sie, die Bande da oben, die deinen Mut prüft, durch einen Schacht hinunterpfeift in die hohle Stille,
diese Schreckensstille zwischen einzelnen Tropfen, in der Ferne das viel zu kleine Loch mit Tageslicht, Angst also auch, Überwindung der Angst um der Zugehörigkeit willen, lieber durch die Schießewasser warten, als im Quartier ein Außenseiter sein. Was weiter gehört zur Heimat? Was der Duden darunter versteht, ist nicht ohne weiteres zu übersetzen. My Country erweitert und limitiert Heimat von vornherein auf ein Staatsgebiet. Homeland setzt Kolonien voraus. Motherland tönt zärtlicher als Vaterland, das mit Vorliebe etwas fordert und weniger beschützt, als mit Leib und Leben geschützt werden will. La Patrie, das hisst sofort eine Flagge. Und ich kann nicht sagen, dass mir beim Anblick eines Schweizer Kreuzes sofort und unter allen Umständen heimatlich zumute wird. Es kann sogar das Gegenteil eintreten. Nie, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich so scharfes Heimweh erfahren, wie als Wehrmann in der Armee, die sich unsere Armee nennt. Wie ist es mit dem Pfannenstiel? Landschaft als Heimat. Da kenne ich Flurnamen, die nicht angeschrieben sind, oder wenn ich sie nach Jahrzehnten vergessen habe, so erinnere ich mich, sie gekannt zu haben. Heimat hat mit Erinnerung zu tun, nicht mit Erinnerung an ein einmaliges Ereignis. Acro Corinth, wenn die Sonne aufgeht, ist nicht Heimat geworden und in Mexiko nicht, in der Monte Alban. Heimat entsteht aus einer Fülle von Erinnerungen, die kaum datierbar sind. Fast meint man, uns prägt. Was sich beim Schriftsteller vielleicht besonders deutlich zeigt, nämlich lesbar. Versammle ich die Figuren meiner Erfindung, Bean auf der Reise nach Peking, Stiller, der in Zürich sich selbst zu entkommen sucht, Homo Faber, der sich selbst versäumt, weil er nirgendwo hingehört, der heimelige Herr Biedermann und so weiter, so erübrigt sich das Vorzeichen meines Schweizer Passes. Andorra ist nicht die Schweiz, nur das Modell einer Angst, es könnte die Schweiz sein, Angst eines Schweizers offenbar. Gantenbein spielt den Blinden, um sich mit der Umwelt zu vertragen, kein unschweizerisches Verhalten. Graf Öderland, Figur einer supponierten Legende und seinem Namen nach eher skandinavisch, greift nicht zur Armbrust, sondern zur Axt, weil er die entleerte und erstarrte Gesellschaft, die er als Staatsanwalt vertritt, am eigenen Leib nicht mehr erträgt. Und obschon eine Revolte dieser Art nicht hier, sondern 1968 in Paris stattgefunden hat, schreibt die französische Presse «Un rêve helvétique». So geprägt ist man. Trotzdem zögere ich zu sagen, meine Heimat ist die Schweiz oder die Schweiz ist meine Heimat. Andere sagen Schweiz und meinen etwas anderes. Unsere Verfassung bestimmt nicht, wer eigentlich zu bestimmen hat, was schweizerisch oder unschweizerisch ist. Wer bestimmt? Die Bundesanwaltschaft? Der Stammtisch, der Hochschulrat, die Finanz- und ihre gediegene Presse, die Schweizerische Offiziersgesellschaft. Heimat. Ist Heimat der Bezirk, wo wir als Kind und als Schüler die ersten Erfahrungen machen mit der Umwelt, der natürlichen und der gesellschaftlichen? Ist Heimat infolgedessen der Bezirk, wo wir durch unbewusste Anpassung oft bis zum Selbstverlust in frühen Jahren zur Illusion gelangen, hier sei die Welt nicht fremd, so ist Heimat ein Problem der Identität, das heißt ein Dilemma zwischen Fremdheit im Bezirk, dem wir zugeboren sind, oder Selbstentfremdung durch Anpassung. Das Letztere, es gilt für die große Mehrheit, braucht Kompensation. Je weniger ich infolge Anpassung an den Bezirk jemals zur Erfahrung gelange, wer ich bin, umso öfter werde ich sagen,
oder mehrere Psychopathen. Sie, diese These, beweist noch nicht die gesellschaftliche Gesundheit der Schweiz. Wie heimatlich der Staat ist, und das heißt, wie verteidigungswürdig, wird immer davon abhängen, wie weit wir uns mit den staatlichen Einrichtungen und, das kommt dazu, mit ihrer derzeitigen Handhabung identifizieren können. Das gelingt in manchem und dann wieder nicht. Mit der schweizerischen Militärjustiz, wo die Armee als Richter in eigener Sache richtet, kann ein Demokrat sich nicht identifizieren. Wage ich es dennoch, mein naives Bedürfnis nach Heimat zu verbinden mit meiner Staatsbürgerschaft, nämlich zu sagen, ich bin Schweizer, nicht bloß Inhaber eines schweizerischen Reisepasses, geboren auf schweizerischem Territorium und so weiter, sondern Schweizer aus Bekenntnis. So kann ich mich allerdings, wenn ich Heimat sage, nicht mehr begnügen mit Pfannenstiel und Greifensee und Lindenhof und Mundart, nicht einmal mit Gottfried Keller. Dann gehört zu meiner Heimat auch die Schande, zum Beispiel die schweizerische Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg und anderes, was zu unserer Lebzeit geschieht oder nicht geschieht. Das ist, ich weiß, nicht der Heimatbegriff nach dem Schnittmuster aus der Abteilung Heer und Haus. Es ist mein Heimatbegriff. Heimat ist nicht durch Behaglichkeit definiert. Wer Heimat sagt, nimmt mehr auf sich. Um ein Beispiel zu geben, wenn ich lese, dass unsere Botschaft in Santiago de Chile, eine Villa, die man sich etwa vorstellen kann, nicht grandios, immerhin eine Villa, in entscheidenden Stunden und Tagen keine Betten hat für Anhänger einer rechtmäßigen Regierung, die keine Betten suchen, sondern Schutz vor barbarischer Rechtlosigkeit und vor Exekution mit Sturmgewehren schweizerischer Herkunft oder Folter, so verstehe ich mich als Schweizer ganz und gar dieser meiner Heimat verbunden, einmal wieder in Zorn und Scham. Die Schießewasser warten, als im Quartier ein Außenseiter sein. Was weiter gehört zur Heimat? Was der Duden darunter versteht, ist nicht ohne weiteres zu übersetzen. My Country erweitert und limitiert Heimat von vornherein auf ein Staatsgebiet. Homeland setzt Kolonien voraus. Motherland tönt zärtlicher als Vaterland, das mit Vorliebe etwas fordert und weniger beschützt, als mit Leib und Leben geschützt werden will. La Patrie, das hisst sofort eine Flagge. Und ich kann nicht sagen, dass mir beim Anblick eines Schweizer Kreuzes sofort und unter allen Umständen heimatlich zumute wird. Es kann sogar das Gegenteil eintreten. Nie, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich so scharfes Heimweh erfahren, wie als Wehrmann in der Armee, die sich unsere Armee nennt. Wie ist es mit dem Pfannenstiel? Landschaft als Heimat. Da kenne ich Flurnamen, die nicht angeschrieben sind, oder wenn ich sie nach Jahrzehnten vergessen habe, so erinnere ich mich, sie gekannt zu haben. Heimat hat mit Erinnerung zu tun, nicht mit Erinnerung an ein einmaliges Ereignis. Acro Corinth, wenn die Sonne aufgeht, ist nicht Heimat geworden und in Mexiko nicht, der Monte Alban. Heimat entsteht aus einer Fülle von Erinnerungen, die kaum datierbar sind. Fast meint man, diese Landschaft kennt dich mehr, als du vielleicht willst, diese Kiesgrube, dieser Holzweg. Und in diesem Sinn
Landschaft als Szenerie gelebter Jahre wäre allerdings vieles zu nennen. Nicht bloß der Pfannenstiel und der Lindenhof und der Greifensee, auch eine Düne an der Nordsee, einige römische Gassen, ein verrotteter Pier am Hötzen. Unsere Mundart gehört zu meiner Heimat. Viele Wörter, vor allem Wörter, die Dingliches bezeichnen, bietet die Mundart an. Oft weiß ich kein hochdeutsches Synonym dafür. Schon das lässt die Umwelt, die Dingliche zumindest, vertrauter erscheinen, wo ich sie mundartlich benennen kann. Als Schriftsteller übrigens, angewiesen auf die Schriftsprache, bin ich dankbar für die Mundart. Sie hält das Bewusstsein in uns wach, dass Sprache, wenn wir schreiben, immer ein Kunstmaterial ist. Natürlich reden mundart auch Leute, denen man nicht die Hand gibt. Oder nur. Und was vor allem muss ich unterlassen? Sie scheint empfindlich zu sein. Sie mag es nicht, die Heimat, wenn man den Leuten, die am meisten Heimat besitzen, in Hektaren und im Tresor, auf die Finger schaut. Und wer sonst, wenn ich diese Leute und ihre honorierten Wortführer, hätte denn das schlichte Recht, uns die Heimatliebe abzusprechen? Quartier, Landschaft, Mundart. Es muss noch anderes geben, was Heimatlichkeit hervorbringt, Gefühl der Zugehörigkeit, Bewusstsein der Zugehörigkeit. Ich denke zum Beispiel an eine Baustelle in Zürich, ein Platz der beruflichen Tätigkeit. Der Schreibtisch ist ein solcher Platz auch und trotzdem nicht vergleichbar. Mein Schreibtisch kann auch in Berlin stehen. Es hat schon, wie der Duden sagt, mit dem Ort zu tun. In erster Linie war es für mich das Zürcher Schauspielhaus. Ein öffentlicher Ort, zürcherisch und antifaschistisch. Proben draußen im Foyer, Proben hier, was immer dabei herausgekommen ist, Arbeit in einem politischen Konsens, der beim Ausschuss des Verwaltungsrates, einem mehrheitlich fachkundigen Ausschuss, nicht aufhörte. Auch wenn ich kein eigenes Stück in der Tasche oder im Sinn hatte, Zugehörigkeit auch bei den Proben anderer, damals auch bei Proben von Friedrich Dürrematt. Das war jedes Mal, kaum hatte ich den Koffer im Hotel abgestellt, das erste Ziel in Zürich, das Schauspielhaus, dann erst die eine oder andere Pinte, Bodega Gorgot, die gibt es noch, besetzt von den Nachfahren, sodass man sich vorkommt wie Rippmann-Winkel im Märchen, Vergangenheit perfekt als Heimat in der Gegenwart. Aber es fehlt noch immer etwas. Die Literatur, die sich um Heimatlichkeit bemüht, indem sie sich mit Geschichte und Gegenwart unseres Landes a priori versöhnt, ist beträchtlich. Heimatlicher zumute wird mir bei Robert Walser, Exil als Scheinidylle, der Diminutiv als Ausdruck heimlicher Verzweiflung, ein großer Landsmann auf der Flucht in die Grazie. Gottfried Keller, gewiss, nur beheimaten mich seine Briefe und Tagebücher oder Basel oder Solothurn oder Zürich nicht weniger, doch anders. Jene sind Freunde, diese sind Freunde und Landsleute. Unsere Erfahrungen sind ähnlicher, unsere Lebensläufe vergleichbar und bei allem Unterschied der Temperamente haben wir schließlich den gleichen Bundesrat, die gleiche Landesgeschichte. Also doch, Schweiz als Heimat. Außer Zweifel steht das Bedürfnis nach Heimat. Und obschon ich nicht ohne weiteres definieren kann, was ich als Heimat empfinde, so darf ich ohne Zögern sagen, ich bin nicht heimatlos, ich bin froh, Heimat zu haben, aber kann ich sagen, es sei die Schweiz? Schweiz als Territorium,
Kommt man nach Jahren etwa von Rom, so ist der Tessin vergleichsweise helvetisch, um die Seen herum sogar in einem erschreckenden Grad. Wenn die Einheimischen sagen, il nostro paese, so bin ich gerührt, sofern sie damit nicht die verkauften Hänge meinen, sondern die Schweiz. Die gleichen Bundesbandmützen und die gleiche Wehrsteuer il nostro paese, wobei man in diesen Tälern der schwindenden Italianità natürlich den Unterschied zwischen Deutschschweizern und Deutschen kennt, nur überzeugt er die Einheimischen nicht ganz. Und ich selber wohne auf dem Tessin, würde nie sagen, der Tessin sei meine Heimat, obschon ich mich dort wohlfühle. Muss man in der Heimat sich wohlfühlen. Außer Zweifel steht ferner, dass Heimat uns prägt. Was sich beim Schriftsteller vielleicht besonders deutlich zeigt, nämlich lesbar. Versammle ich die Figuren meiner Erfindung, Bean auf der Reise nach Peking, Stiller, der in Zürich sich selbst zu entkommen sucht, Homo Faber, der sich selbst versäumt, weil er nirgendwo hingehört, der heimelige Herr Biedermann und so weiter, so erübrigt sich das Vorzeichen meines Schweizer Passes. Andorra ist nicht die Schweiz, nur das Modell einer Angst, es könnte die Schweiz sein, Angst eines Schweizers offenbar. Gantenbein spielt den Blinden, um sich mit der Umwelt zu vertragen, kein unschweizerisches Verhalten. Graf Öderland, Figur einer subornierten Legende und seinem Namen nach eher skandinavisch, übrigens nicht zu vergessen, sind die heimatlichen Speisen. Köstliche wie einfache, Weine, die spätestens nach dem zweiten Schluck das gute Gefühl verschaffen, man kenne sich aus in der Welt, wenigstens hier. Und vergessen habe ich den Hauptbahnhof der Vaterstadt, anders als alle Bahnhöfe der Welt. Hier kam man nicht zum ersten Mal an, hier fuhr man zum ersten Mal weg. Heimat, wo dieser Begriff sich verschärft, in Berlin, wenn ich Woche um Woche die Mauer sehe, von beiden Seiten, ihr Zickzack durch die Stadt, Stacheldraht und Beton, darauf das Zementrohr, dessen Rundung einem Flüchtling keinen Griff bietet. Spitzensportler haben getestet, dass diese Grenze kaum zu überwinden ist, selbst wenn nicht geschossen würde. Die Wachttürme und Scheinwerferlicht auf Sand, wo jeder verbotene Schritt sofort zu sehen ist. Wachthunde und hüben und drüben dasselbe Wetter und fast noch die gleiche Sprache. Die verbliebene Heimat, die schwierige Heimat und die andere, die keine mehr wird. Mit Freunden ist es so. Einer ist Fallschirmspringer der deutschen Wehrmacht gewesen, einer in russischer Gefangenschaft, einer in amerikanischer Gefangenschaft, einer als Schüler im Volkssturm mit Panzerfaust. Ein anderer ist in Mecklenburg erzogen worden und vergisst es nicht. Ein amerikanischer Freund ist in Korea gewesen und spricht nie davon. Wieder ein anderer, Jude, ist unter Stalin 10 Jahre im Kerker gewesen und man versteht sich nicht weniger als mit Freunden in Biel oder Basel oder Solothurn oder Zürich, nicht weniger, doch anders. Jene sind Freunde, diese sind Freunde und Landsleute. Unsere Erfahrungen sind ähnlicher, unsere Lebensläufe vergleichbar. Und bei allem Unterschied der Temperamente haben wir schließlich den gleichen Bundesrat, die gleiche Landesgeschichte. Also doch, Schweiz als Heimat. Außer Zweifel steht das Bedürfnis nach Heimat. Und obschon ich nicht ohne weiteres definieren kann, was ich als Heimat empfinde, so darf ich ohne Zögern sagen,
Ich bin nicht